recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge um sie 2. Wir sind weiterhin in meiner Heimat unterwegs und zwar auf der Karte Metropole Ruhr. Heute auf der Linie 232 von Datteln Busbahnhof nach Ohr Berliner Platz. Das ist das Einkaufszentrum hier am Berliner Platz, wollte ich sagen. An Busbahnhof in Datteln. Und ja, da hinten geht es dann Richtung Henrichenburg und so weiter. Von einem Kreisverkehr links geht es dann Richtung Waltrop. Und schauen uns mal das Schild an, wer hier noch lang fährt. Und zwar der SB24. Und diese XXL-Tour werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Das heißt von Recklinghausen Hauptbahnhof bis nach Mengede. Die Linien 282 sowie 288 werden nicht abgebildet, aber sind natürlich hier auf dem Schild vorhanden. Ja, feinstes Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ja, der Frühling ist da und machen wir passend einen Screenshot dazu. Ja, habe mich dazu entschieden, hier einfach mal auf der Karte Metropole Ruhr zu bleiben und euch ja, die eine oder andere Strecke hier zu präsentieren. Werden natürlich auch nach und nach dann diverse Freeware-Maps wieder kommen. Diese Woche auf jeden Fall auf der Karte Metropole Ruhr. So, da haben wir nochmal den Fahrplan der Linie. Und zwar fahren wir dann auch über Ohrrapen, Steinrapener Weg und so weiter im Winkel hinten vorbei. Und dann bis nach Ohr hoch zum Berliner Platz, also Ohr Erkenschwick. Und haben den Bus jetzt soweit hier mal klar gemacht. Wir machen mal die Fenster auf, weil Wetter ist ja schön. Da können wir mal ein bisschen Luft hier reinlassen. War ja die letzten Tage arschkalt. Also wir hatten heute hier in Magdeburg, wie viel Grad waren es? Oh, ich glaube 12 Grad oder so, 13 Grad in der Sonne. War recht angenehm, aber eine Rutschpartie morgens, da war spiegelglatt draußen. Für einen normalen Weg, wo ich normalerweise so 5 bis 10 Minuten brauche, habe ich, glaube ich, eine geschlagene halbe Stunde gebraucht. Und wieso steigen die nicht ein? Ja, ist klar, ne? Hier fährt er auch nicht los. Wir müssen ein Stückchen weiter vorfahren. Und zwar nämlich da vorne hin. So, dann fahren wir mal. Zack. Und sammeln die ersten Fahrgäste auch ein. So, ja, Datteln. Ja, Datteln ist eine Stadt, die auch zum Kreis Recklinghausen gehört. Unter anderem genau wie Erkenschwick. Hallo. Moin. Klimaanlage auf Tiefkühltruhe, ne? Was? Bitte? Oha, hier fährt die Feuerwehr gerade vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Also ist nicht in Umsi, sondern hier um mich rum. So, wir machen mal alles zu hier und es wird ja auch nur ein Ticket hier. 2,70, junge Frau. Och, Kleingeldalarm, ey. Hallöchen. Ja, hallöchen. Ja, du bekommst dein Ticket. Bitteschön. So, ja, Datteln gehört zum Kreis Recklinghausen, genau wie Ohr Erkenschwick und auch Waltrop, was ja auch in der Nähe ist. Henrichenburg ist noch um die Ecke, die Stadt Castrop-Rauxel. Und ja, ist so eine kleine Überlandstrecke hier auch, ne? Zwischen Datteln und Erkenschwick. Ein bisschen Werbung hier drin. Ja gut, Bogestra fahren wir jetzt nicht, sondern wir sind im Auftrag der Festischen unterwegs. Hat mir auch das Festische Repaint hier mal gegönnt. Ribas, morgen, ihr werdet es merken, habe ich noch nicht ausgeschaltet. Ich kriege halt irgendwie nie hin. Ich weiß auch nicht warum. Wenn ihr dann einen Tipp habt, wie ich das deaktivieren kann, weil das Piepen und Tuten geht mir tierisch auf den Kranz, schreibt es einfach mal bitte in den Kommentaren. Und ja, wir fahren hier mit dem mitgelieferten Solaris Ubino 12, der auch bei der Karte mit dabei war. Wir warten alle sehnsüchtig auf das Update. Ich denke mal, ihr auch. Und ja, haben noch ein bisschen Zeit. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Gyros Point am Start. Was ist denn das für ein Schild da vorne? Warte mal. Nur gleich mal gucken da, was da für ein Schild war. Ja, auf jeden Fall das Repaint definitiv
schick gemacht. Wie gesagt, da hinten raus geht es dann Richtung Waltrop. Wir können auch da vorne die Straße geradeaus fahren und dann rechts rum. Geht auch Richtung Waltrop. Und geradeaus geht es, glaube ich, Richtung Olfen. Wir gucken uns jetzt mal dieses Schild an. So. Ich sag mal, so ein Hinweisschild für die Busfahrer ist ja nicht verkehrt, aber die Essener Verkehrsbetriebe, die fahren hier weiß Gott nicht. Oder vielleicht doch. Ich war schon länger nicht mehr da. Kann auch sein, dass jetzt ein Schnellbus von Essen nach Datteln fährt. Wüsste ich jetzt nicht. Ja. Stadt auch bekannt durch den Datteln-Hamm-Kanal. Ja, natürlich hier Binnenschifffahrt und so weiter. Wird hier betrieben. Und natürlich auch das Kanalfest, was jedes Jahr stattfindet. Ich glaube, es ist immer vor oder nach dem Waltroper Parkfest. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Bin auch in Waltrop zur Schule gegangen eine ganze Zeit. Und die Linie SB24, die wir dann in der nächsten Folge erleben werden, die bin ich mal gefühlt so ein Dreivierteljahr gefahren. Ne, das heißt, immer morgens zur Schule bis Recklinghausen und dann am Ende des Tages wieder zurück Richtung Dortmund, beziehungsweise bis am Moselbach. Und dann bin ich in den 231er gestiegen Richtung Brambauer, Richtung Lünen. Da war ich dann irgendwann nach gefühlten 13 Stunden dann mal zu Hause. Ja, gut, ich würde sagen, wir lassen den nochmal durch und beginnen dann unsere Fahrt hier. Auf geht's! Oha, direkt wieder in den Bordstein mitgenommen. Hat zum Glück keiner meckern, das passt noch ganz gut. Nächste Haltestelle, Redderstraße. Die Redderstraße, die erste müssen wir halt immer schalten in den Bus. Vielleicht mit dem Update wird das auch behoben. Hier auf der rechten Seite haben wir jetzt hier ein Bauhaus. Meiner Meinung nach war da immer eine Videothek. Ich weiß gar nicht, ob die noch da ist oder ob da jetzt ein Bauhaus ist. Ich war schon das letzte Mal, in Datteln. Ist ja schon ewig her. Ich glaube, das war vor gutem Jahr, anderthalb. Und guck mal, Oma guckt oben schön aufs Fenster, ne? Schön Lucky-Lucky machen. Das finde ich auch ein geiles Feature, ne? Müsste eigentlich mit so einem Zensierbalken rausgeblendet werden. So, ein schön altes Haus auf der linken Seite. Und da sind wir auch schon in unserem ersten Halt. Oha, schon der Bordstein mitgenommen. Moin heißt das, junger Mann. Keine Anstand, die Jugend von heute, ey. Mann. So, die kriegen wir noch, die Ampel. Oha, jetzt aber hier. Ja, haben wir noch bekommen. Sehr gut. Will auch sofort wieder einer aussteigen. Hätte da laufen können bei dem schönen Wetter, ey. Mensch, ey. So, die Ohmstraße. Haltestelle. Ohmstraße. Jetzt fahren wir eine kurze Spitzkehre hier und fahren dann da vorne irgendwann gleich links. Und da kommt da dieser komische Tapi und der steht da wirklich auf diesem Holz, auf diesem Steinklotz, aber nur einer. Einmal Preisstufe A. Einmal Preisstufe A, junge Frau. Macht 2,70. Haben die Preise schon wieder erhöht bei der VRR? Hier zumindest bei dem MVB, also den Magdeburger Verkehrsbetrieben, A wird nicht gezogen, könnt ihr euch merken, ist es so, dass wir die Preise wieder um 10, 20 Cent erhöht haben. Ich weiß gar nicht, ob dieser Preis jetzt hier noch aktuell ist mit 2,70. Wenn ihr mal öfter fahrt im VRR, schreibt es einfach mal mit in die Kommentare, würde mich einfach mal interessieren. Kurz einen Schluck trinken. So, jetzt geht es hier ein bisschen an den Zechenhäusern hier vorbei, beziehungsweise an den alten Bauten, wo die Schornsteine qualmen. Jetzt geht es dann hier links rum. Ich glaube, rechts geht es Richtung Lüdinghausen, Ulfen, da die Ecke. Da möchte ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Wie gesagt, ich war schon länger nicht mehr da. Schöne Texturen hier links und rechts, also es ist schön gemacht mit den Bürgersteigen. Ich meine auch, dass es hier von der Optik her so einigermaßen passt. Moin, ey, sag mal, haben die alle heute hier irgendwie
Unglaublich. Kein Anstand hier, die Leute, also. Verstehe ich nicht. So, auch hier scheint die Sonne, feinstes Wetter. Nächste Haltestelle, Hachhausener Straße. Ist auch so eine sinnlose Haltestelle hier, so nach 150 Metern weiter. Hallo. Hallo. So, dann lassen wir durch und fahren wir jetzt weiter. Schön Bordstein mitgenommen hier. Das mit dem Bordstein bekomme ich irgendwann nochmal hin. Zumindest brauche ich keine Unfälle mehr, ne? Oder überfahre irgendwelche Leute, wie manche Leute behauptet haben hier. Falls ich doch mal einen überfahren sollte, es tut mir leid. Nächste Haltestelle, Westring. Ah, hier ist auch eine Kirche. Die ist ja ruhig auch in Real Life da. Die Petro. Was ist jetzt die Petruskirche? Es fragt mich nicht. Und gleich kommen wir dann zu dem schönen Trabi, nämlich jetzt geht's rechts rum Richtung Erkenschwick, ein bisschen Überland. Dann hier nach Oerrapen und Steinrapener Weg und so weiter. Die ist doch schon an, junge Frau. Mann, 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 Mann. Na und wenn wir dann jetzt Richtung Busbahnhof fahren, fahren wir dann hier links Richtung Datteln Busbahnhof und jetzt geht's hier. Ach was ein Mensch. So, da vorne seht ihr schon so Teile des Trabis. Jetzt habe ich ja so toll geparkt, jetzt sehe ich die Ampel nicht. So. Müssen wir mal gucken. Ah, ich stehe auch schon in der Scheiße. Oh Gott. So, da vorne ist der Trabi. Da steht er, guck mal. Dahinter ist noch einer, aber ich bin mir sicher, dass es da nur einen gibt. Und der ist auch nicht in dieser Farbe, in diesem komischen hier, Grau, sondern ich meine, er ist in einem Blau-Türkis oder irgendwie sowas in der Art. Meine ich mich zu erinnern. Mit Chrom-Teilen links und rechts. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier so ein bisschen mein Gedächtnis, was ich denke, wie er aussieht. Ob das noch stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. So, jetzt müssen wir mal hier rechts rum. Oh, Alter, wer zu spät eingelenkt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da ist er. Und der steht wirklich auf dem Stein. Aber ich bin mir auch recht sicher, dass da nur einer steht. Und der ist blau-türkis. Irgendwie sowas. Und die Mauer ist da, glaube ich, auch nicht. Eine Tankstelle war da, glaube ich, mal. Aldi könnte da jetzt durchaus sein, aber da war auch noch ein Autohaus, An- und Verkauf, war da irgendwie auch noch. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. So, kurz einen Ruckler gehabt. Konrad-Adenauer-Allee und wieder ein Bordstein. Mann, 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 Mann. Ja, und da verlassen wir auch schon Datteln. Lassen wir ein paar Leute aussteigen hier, die dann in die Wohnsiedlung gehen, hier links und rechts. Dann, wenn wir Richtung Steinrapener Weg fahren oder im Winkel, da ist auf der linken Seite immer auf jeden Fall ein Blitzer. Also nicht jetzt in unsere Richtung, sondern auf der anderen Seite. Da habe ich schon mal ein bisschen Geld bezahlt. Ich weiß zwar, dass er da ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr kennt vielleicht auch den einen oder anderen Blitzer. Und ja, wie es so ist, im Gedanken fährt man da vorbei, aber man macht pling und dann kostet das eine Mark 50, ne? So. Oha, guck mal. Das ist eine Rolltreppe in den Boden. Auch nicht schlecht. Könnte man bei Bedarf vielleicht auch mal ausbessern. Ja, aber ich hatte die letzte Folge ja aufgenommen und hallo? Geht's noch? Rennt der voll durch den Bus. Naja, typischer Omsi-Fehler. Auch ein schönes Barackenhaus da links. Voll die Baracke, ey. Ist ja total die... Das kaputte Ding. Oha. So. Nächste Haltestelle. Stemmbrücke. Stemmbrücke. Hi, hi. Hi, hi. Ich finde die Stimmen so geil. Die sind auf jeden Fall besser geworden, glaube ich.
im Vergleich zum Anfangsstadium der Karte, wurden, glaube ich, nochmal überarbeitet. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Nee, doch nicht. Scheiße, Kurzzeitgedächtnis. Bin der letzte Mal die Linie 249 gefahren von Gelsenkirchen-Buer-Rathaus nach Recklinghausen Hauptbahnhof und hatte mir echt wieder Spaß gemacht, hier auf der Karte zu fahren. Klar, der Realismus, wie gesagt, ist jetzt hier nicht zu 100% links und rechts der Straße weit, aber die Linien sind einfach cool und ich finde, es ist einfach so für mich ein Stück Heimat. Ich wohne knapp 350 Kilometer weg, habe immer nicht die Chance, einfach mal dorthin zu fahren. Klar, am Wochenende und so weiter fährt man dann schon mal dorthin. Jetzt aber nicht mehr so in der Häufigkeit wie früher, wie es früher war. Das Spiel gibt mir so ein bisschen, bisschen Heimatfeeling zurück. Freue mich auf jeden Fall, diese Linie hier zu fahren und auch diese Karte mal wieder so ein bisschen zu entdecken. Habe die schon ewig nicht gespielt. Und um einfach mal so ein bisschen zu gucken, was bei mir noch so im Gedächtnis hängen geblieben ist, von der Zeit, wo ich damals noch gewohnt habe, ist auch mittlerweile schon 3,5, fast 4 Jahre her. Sind wir schon vorbei am Blitzer oder kommt der jetzt? Irgendwo war doch der Blitzer hier. Oder bin ich da jetzt schon vorbei? Oder war es doch Steinrapener Weg da, der? Ach, da ist er doch, links. Da ist der Blitzer. So, da ist er. Tada! Ja, und deswegen fahre ich die Map jetzt hier ganz gerne. Wenn ihr vielleicht Wünsche habt zu einer Karte, die ich vielleicht mal zeigen soll, beziehungsweise auch eine Linie hier auf dieser Karte, schreibt es einfach mal in den Kommentaren und vielleicht seid ihr auch selbst aus Recklinghausen, aus Hochlermark, da wo ich geboren bin, oder aus Erkenschwinkdatteln, Waldrop oder Umgebung. Würde mich einfach mal interessieren, ob ihr auch hier aus der Region kommt oder sagt, ja, ich wohne jetzt hier an der Haltestelle. Ist schon so gut nachempfunden oder wie auch immer. Jetzt fahren wir gleich unter die Brücke drunter. Und dann geht es dann gleich nach einer kurzen Überlandpassage dann rechts rum Richtung Erkenschwick. Da wohnt meine Oma übrigens. Und auch die Oma von Leonardo DiCaprio, glaube ich. Oder ich glaube, die lebt nicht mehr. Die ist schon ein bisschen älter. Jetzt nicht meine Oma, sondern die von Leonardo DiCaprio. So, dann sind wir langsam in die Eisen hier. Damit wir jetzt hier rechts fahren können. So. Oha. Ja, das passt doch ganz gut. Och, das Zyribas geht mir auf in Nüsse, ey. Das ist so nervig. Man soll ja effizient fahren. Ne? Finde ich auch alles richtig. So, jetzt sind wir in Oarapen. Und, aber mit der Dauer dieses Piepen und Tüten und Lülü, ich weiß nicht. So, hier fährt auch noch der NE14 lang. Der Nachtexpress oder die Nachtlinie. Weiß ich gar nicht, ob die jetzt hier auch mit drin ist. Ja, es gibt bestimmt noch so die ein oder andere Linie, die ich gerne hier mal drin haben möchte, ne? Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Hier von Recklinghausen Süd zum Recklinghausen Hauptbahnhof. Der 239er wäre ganz cool. Oder der 234er. Das wäre auch eine interessante Strecke. Hier Herten Mitte und so weiter über Recklinghausen Süd auch. Dann hinten hier am Neumarkt lang. Ich glaube, bis Sudavig fährt er, ne? Ja. Das wäre vielleicht auch mal eine coole Strecke. Oder die Strecke 231 von Brambauer Verkehrshof nach Recklinghausen Hauptbahnhof. Ah ne, ist ja gar nicht mehr. Sorry. Und zwar fährt nur noch, glaube ich, der wechselt, glaube ich, die Beschilderung in Waldrop. So, da sind wir jetzt in Oer-Eckenschwick. Und zwar ist das der 284er, der bis Waldrop am Mosebach fährt. Und dann wird er, glaube ich, zum 231er und fährt weiter in Richtung Recklinghausen. Da bin ich dann damals immer umgestiegen. Beziehungsweise durchgefahren, weil der 231er fuhr damals, glaube ich, noch durch. Aber mit dem Schnellbus war es ein bisschen fixer. Deswegen ist es ja auch ein Schnellbus.
Ja, der war nicht lustig, nee. So, steinrapender Weg. Hier hält dann auch der SB24. Da fahren wir beim nächsten Mal dann auch lang. Und das wird auf jeden Fall eine Sprachstörung am späten Abend. Das wird dann auf jeden Fall auch eine lange Tour. Jetzt habe ich die Ansagensprecherin hier abgewürgt. Eine längere Tour. Ich glaube, die Fahrt geht 56 Minuten. Mich würde einfach interessieren, wollt ihr die Folge komplett haben in einer Tour oder wollt ihr die lieber gesplittet haben? Ich weiß ja nicht, eine Stunde gucken, so ein YouTube-Video ist schon sportlich. Ich werde mich mal ein bisschen darauf vorbereiten, vielleicht noch ein bisschen was zu den einzelnen Regionen sagen. Oder sagt ihr lieber, ja, mach mal lieber zweimal halbe Stunde oder so. Ist angenehmer zu schauen, da kann ich mir das ein bisschen einteilen. Schreibt es einfach mal rein, wie ihr das gerne hättet. Ich zeige meistens immer die Folgen in voller Länge. Ne? Wer meine Folge in voller Länge gucken will, der sollte auf jeden Fall dann beim nächsten Mal wieder einschalten. Nämlich wir sind gleich fast schon da. Oh, heute haben wir grüne Welle hier, ne? Das geht. Nämlich dann mit der Linie SB24 an der Aue. So, hier ist 30, wir fahren 44, also alles im grünen Bereich. So. Ich weiß noch gar nicht, mit welchem Bus ich das, den SB24 fahre. Ich glaube, der wird in der Solo-Variante gefahren. Ja. Ne, wenn ihr einen Wunschbus habt, schreibt es einfach mal mit rein. Daran kann ich mich nur noch erinnern, an die alten Scheunen und so. Das ist wirklich real. Also. Da bin ich mir recht sicher, dass das... Ey, die laufen hier, wie sie wollen hier. Und auch, meine ich, links die Häuser. Das passt schon von der Optik her. Und, ja. Jetzt noch ein Stück. Einmal durch den Kreisverkehr. Und dann die dritte Ausfahrt raus. Und dann sind wir auch schon am Ende unserer aktuellen Folge. Beim nächsten Mal, wie gesagt, auf der Linie SB24 unterwegs. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn euch die Folge gefallen hat, ne, lasst einen Daumen da, einen Kommentar und aktiviert die Glocke, wenn euch hier die Omsi-Folge interessieren oder auch irgendwelche anderen Folgen. Rechts geht's zum Maritimo, hier zum Schwimmbad, Freibad und so weiter. Da kann man auch lecker essen und lecker brunchen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Humer.